Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon. Ja, ich habe das letztes Mal direkt noch vergessen hier zu sagen, dass ich schon Mistkräfte ein bisschen gebaut habe. Aber uns fehlen noch Tintenbeutel, deshalb müssen wir da irgendwie das machen. Boah, das ist radikal. Genial. Ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden, es ist früher Morgen. Und ich habe echt Lust, jetzt Tintenbeutel suchen zu gehen. Aber mir fällt gerade ein, wir könnten eigentlich angeln. Eventuell bekomme ich dadurch Tintenbeutel. Aber es gibt keine... Doch, es gibt eine Profi-Angel und Super-Angel, okay. Lohe-Route, ja. Müssten wir zuerst einen Snaffer. Naja, also ich werde wahrscheinlich dann immer nur kurz angeln zeigen. Weil es natürlich schon recht langweilig ist. Ich bin auf jeden Fall auf die Suche gegangen nach einem Gebirge, also das Gebirge, das hier oben, ja, man sieht es jetzt gerade nicht, ich muss mal kurz Tag machen, so, das hier oben ist. Mal ein bisschen abgegangen, nach frostigen Garten gesucht. Könnten eigentlich auch hier noch ein bisschen frostige Garten suchen. Da wir jetzt auch Baumwolle und so haben, Weißkohl könnten wir eigentlich auch anpflanzen. Ja, es gibt da nicht so viele Rezepte. Brokkoli sowieso. Okay, dann machen wir das mal so, dass wir einfach mal die Sachen rein tun, die wir jetzt nicht an. Sellerie, Selleriesalat. Gleich auch nicht. So, hier auf jeden Fall. Ah ja, die Beeren sind da oben. Okay, dann haben wir das. Zum Anpflanzen. So. Und dann können wir ins Nether gehen. Ich habe Obsidian schon geholt. Jetzt müssen wir einfach nur das Obsidian aus der Kiste tun und das Portal machen. Jetzt schon gehen, auch mit dem Feuerzeug. So. Einfach mal ein bisschen Beet hier. Das Anpflanzen. Ich werde es dann noch besser an. Ordnen und so weiter. Aber mal ernten. So, sehr gut. Zuckerrohr brauchen wir nicht. Hier haben wir noch was anderes. Das sind Knoblauch, genau. Mal kurz schauen auf die FPS. Wieso habe ich jetzt gerade so wenig FPS? Aus welchen Gründen läuft das Spiel jetzt gerade nicht so gut? Ist das wegen dem Ressource-Pack gerade? Weil ich ja 1.15 nur wieder ein bisschen gespielt habe auf einem anderen Server. Ist das wieder resettet worden? Habe ich es wieder eingestellt? Wir machen kurz ein bisschen die Sichtweite runter. Machen wir auf 15, das reicht. Wir haben ja mehr Sichtweite durch den einen Mod. Aber vielleicht der Mod-Pre, Junk-Pre. Also jetzt ist 40 FPS. Merke ich gerade, dass es recht langsam ist? Keine Ahnung, also wer mir da helfen kann, bitte gerne. Ich bin gerade ein bisschen übergefragt. Überfragt, oder was es sein könnte. So, jetzt Obsidian. Da. Ne, Kohleblock. Wo habe ich die Obsidian hingetan? Immer noch im Rucksack. Da können wir gleich mal das Schwarz, ne, das Schwarzpulver. Da ist das Obsidian. Dann nehmen wir mal 15. Wird reichen, auf jeden Fall. Und dann noch Feuerstein. Einen habe ich gesagt. Nicht noch rumsplitten da. So. Feuerzeug und sonst nichts mehr. Also, wo gehört das Portal hin? Ein bisschen versteckt. Nicht gerade hier in der Pampa. Vielleicht da drauf oder so. Ja, essen müssen wir auch noch. Also. Ich habe leider immer noch starke Kopfschmerzen. Also ich bin immer noch erkältet.
Ah, was geht? Ah, Saison Kids. Vielleicht hier rein oder so? Ich denke, hier ist gut. Dass man noch knapp sieht. Oh. Baum ist im Weg. So, jetzt, okay. Dann mal hoffen, dass alles klappt mit dem Reingehen, dass es nicht crasht oder so. Man hat schon viele Mods aktiv. Ja, es geht. Okay. Das sind eigentlich auch recht gut. Ja, geschützte Ghasts gibt es ja nicht. So, eine schöne Farbe auch. Okay, wir brauchen Glowstone. Lohe-Routen. Ja, es sind jetzt noch nicht so viele Pokémon hier. Ein Apollo habe ich jetzt hier gesehen. Ah, oh, der ist so geil. Den habe ich im Anime gesehen. Seitdem bin ich irgendwie Fan, auch wenn er nicht schön aussieht. Der ist mega stark. Aber wir bleiben jetzt noch bei den Käfer-Pokémon. Ich habe gedacht, eben, wir machen Zonen, je nach Typ. Und die erste Zone ist die Käferzone. So. Jo. Also direkt mal ein bisschen Quarz einsammeln. Und Glowstone haben wir halt jetzt hier nicht in der Nähe. So sind natürlich. Schneckmack. Könnten wir eigentlich mal besiegen. Vielleicht geben die Lore-Routen. Das ist ja das Problem, dass wir jetzt einfach Pixelmon drin haben. Und dadurch, ja, Lohenstaub, sehr gut. Lernen müssen, wer welches Monster welcher Loot gibt, oder? Also welches Pokémon. Wir müssten dort runter irgendwie kommen. Aber das können wir auch nicht mit Wasser machen. Deshalb müssen wir irgendwo anders runterkommen. Keine Ahnung. Was ist jetzt die Performance? Ja, es schwankt. Also ich habe ja die Mods aktiv. Das könnte wirklich Fastcraft sein. Oder Beta FPS, genau. Vielleicht mal den Nebel auf schnell. Und ja. Okay, dann machen wir das nicht. Aber oh, das könnte schwer sein. Der ist stärker. Okay, er tut nur Herden einsetzen. Ja. Ein Ashen, ja, macht nicht so viel Schaden. Gut. Aber es könnte eine hohe Verbrennungschance sein. Also ich wusste gar nicht, dass das Nefer so besondere Pokémon hat. Also schon, aber ist nicht unbedingt ja, so Pokémon, die man leicht besiegen kann. Das ist natürlich schon nett, wenn wir jetzt ganz viel Lohe Staub benutzen könnten, ja, bekommen könnten. Kürtel ist leider zu hochlevelig. Kürtel habe ich gerne in der dritten Generation genutzt, das Pokémon, das ja, im Feuer ist, bis ich da Grauden bekommen habe. Ging es halt echt lange und dann habe ich im Kürtel bis Grauden. Ja, oder Graudon genommen. Und ja, es kann sich leider nicht entwickeln. Also scheinbar ja, gibt es doch noch eine Entwicklung später, also in einer späteren Generation. Das ist das andere Kamerupt oder so. Jetzt weiß ich das gar nicht so richtig.
Also, dass wir da doch noch Interesse am Gürtel haben, aber Feuer wird wahrscheinlich nicht so früh rankommen. Ich darf gerne ein bisschen die Reihenfolge in den Chat, also in die Kommentare schreiben, was ich denn als nächstes nehmen soll, zum Beispiel welcher Typ. Ich würde gerne irgendwie so Fee oder so nehmen, wo ich jetzt wirklich noch nicht kenne. Oder, ja, was gibt es so Low-Leveliges? Normal halt. Irgendwie so etwas. Und am Schluss dann irgendwie, was ist der höchste Typ? Drache. Nee. Da gibt es eine höhere, aber mir fällt jetzt gar nicht sein. Ich bin jetzt momentan nicht so leistungsfähig im Denken. Das heißt, Schmerzen auslöst im Kopf. Kopfschmerzen hat. Ja. Eigentlich wäre schon Drache das Größte, wenn ich jetzt schon denke an Rayquaza zum Beispiel oder so. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich bin so schnell wie möglich mit Stück weggelaufen. Ich konnte nichts machen. Scheiße, ey. Jetzt habe ich alles verloren. Ich habe keine Lust wieder zu farmen, ey. Muss unbedingt lernen, Keep Inventory immer anzumachen. Oh je. Ist das Lava so schnell? Das macht keinen Sinn. Wieso ist Lava doppelt so schnell wie im normalen Gebiet? Man hat keine Chance. Jetzt habe ich mir was entschieden. Nee. Ich versuche jetzt einfach nochmal. Hey, ich hatte so viele Items. Oh Mann, das ist so gemein. Wieso ist Minecraft so gemein und lässt uns immer alle Items Ding? Das ist so was von nervig, ey. Ich habe einfach keinen Bock, ey. Ich habe einfach keinen Bock, jetzt gerade weiter zu spielen, ey. Das macht mich einfach wütend. Wegen so einem unnötigen, nicht mal etwas dafür können, Tod, nervt mich das schon extremst. Weil ich muss jetzt alles wieder craften und ich habe natürlich sehr wenig Crafting-Möglichkeiten, weil ich nicht so viel Loot habe. Also jetzt einen Rucksack herzustellen wieder und so. Ja, ich muss mir ein paar Sachen entschieden, tut mir leid, aber das wird so lange gehen, bis ich das wieder habe. Das ist extremst. Also wir hatten Haltbarkeit 3, Glück 3 und Effizienz 4. Oder? Und dann hatten wir, da hatten wir Glück 2. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann hatten wir auf jeden Fall mal ein paar Holz. Aber eben das, in Pixelmon ist es fatal. Ich nehme mal 24, es war ungefähr 24. Mit den normalen Holzplanken noch. Dann hatten wir Eisen, Schaufel, Eisenaxt, ein Schwert hatten wir. Aber das brauche ich ja jetzt nicht. Eben Backpack. Ein Backpack. Also normale. Den Loot, den ich drin habe, brauche ich ja nicht. Dann hatten wir Aloe-Staub. Ungefähr. Und das Aloe-Staub machen wir Aloe-Routen. Irgendwie so etwas was. Ja, ich glaube 4. Ich finde Aloe-Staub nicht. Da hatten wir ungefähr, sagen wir, 10 Stück. Sind sicher mehr. Also, wir sind im Kreativmodus, deshalb, das mal kurz verzaubern. Ach, Mann. Wieso geht's einfach heute und
gestern und ja, ein bisschen vorgestern noch, mir ist so schlecht. Ich habe einfach keine Lust auf viele Sachen. Also wir hatten 64 Brot. Ich denke, so 60 werde ich mal nehmen. Ja, okay, ich nehme 64, weil Brot ist ja sowieso sehr schnell herzustellen. Wieso haben wir so wenig Essen? Wieso zeigt das so wenig einen an? Keine Ahnung, ich nehme 64. Nehme 4 Broten würde ich dafür wieder extra herstellen. Und ja, der Rest muss ich jetzt nicht unbedingt so haben. Nehmen wir noch Fackeln und das die Hälfte. So. Dann machen wir mal ein Backpack hier hin und ein Backpack hier. Und dann auf jeden Fall Kohle. Eisen hatten wir auch so ungefähr viel. Ich kann ja nochmal nachschauen, dann wieder wegnehmen nach dem Video. Und ja, fällt mir gerade nichts ein Bett, klar. Und das hatten wir in Weiß. Und ja, ich denke, mehr entschieden. Bringt jetzt auch nichts. So. Gut. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die ich noch gefarmt habe. Gasträne. Okay. Also, so langsam habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. ja, noch genug Zeit. Also deshalb kurz Pokémon heilen. Die sind zwar schon geheilt. Werden geheilt nach dem Tod? Weiß es nicht. Also. Wir brauchen eine Profi-Angel. Ein Hyperball müssen wir herstellen. Okay. Verstanden. Wie geht der Hyperball? So. Also, Hyperball-Plattwalzen. Haben wir denn noch Eisen? Ich denke schon, also Eisen. Die Unterseite von der Pokéball-Scheibe. Dann können wir gleich mal die Profi-Angel machen und kurz noch austesten in diesem Part. Ach ja. Nee, haben wir gerade nicht mehr. Ach Gott. Da kann man gleich 5 herstellen. Nur das Blöde hier, hämmern, da geht mir ein bisschen zu lange. Ja, wir brauchen einen besseren Hammer. Aber ich finde keine Diamanten. Also ich gehe nochmal farmen. Also meinen. Und schau, dass ich Diamanten finde, sonst müssen wir das in den Mistcraft-Welten machen. Ich werde mich sicher irgendwann mal auch in eine Mistcraft-Welt einsperren oder so etwas. Das wurde immer noch nicht geändert, dass man da wieder raus könnte durch einen Comment. Ich weiß auch nicht, man bekommt einfach bei den Minecraft-Mods so schlechten Support als Spieler. Man muss immer alles verstehen können. Ja, nicht Konzentrationsschwächen haben und so weiter. Das ist ein bisschen doof. Würde ich ja gerne wirklich Lohestaub? Hä, man kann keine Lohe-Routen machen? Ah, man kann als Lohe-Routen Lohestaub machen. Ja, da bringt es uns natürlich noch nichts. Also müssen wir das im nächsten Part machen. Ist ja doof. Dann gehen wir jetzt wieder nochmals ins Nether. Und schützen uns endlich mit Keep Inventar. Hier sowieso auch. Aber das haben wir, glaube ich, schon. Aber das ist so doof, ey.
Wieso kann man das nicht weltweit machen? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Singleplayer-Welt macht, einmal eingeben für alle Welten. Nee, Pokémon, also vor allem Minecraft ist halt so umständlich. Immer wieder diese Comments und sogar auf Server und dann immer wieder zu wechseln und so, das ist extremst. Ja. Also wer gibt Lohe Routen? Ich hätte gerne Lohrouten. Wie kommt man jetzt hier runter? Das ist so umständlich im Nether. Einfach mal die Position zu wechseln zu können. Ich werde ja das Ding überleben können, jetzt mal kurz hier runter zu krachen, oder? Okay, aber ganz knapp. So, jetzt haben wir hier auch einen besseren Überblick. Ja, hier ist eine nette Festung. Sehr gut. Ah, hier haben wir Lavablöcke, die können wir auch mal mitnehmen. Zum Beispiel, dass Lavablöcke nicht brennen. Einfach als Dekoration. Das wäre auch mal nicht schlecht. Aber ja. Und jetzt irgendwie, etwas macht wie zum Beispiel eine Feuerarena und dann diese Blöcke platziert, bekommt man immer Feuerschaden. Das ist so doof. Also mit Feuer habe ich sehr viel vor, aber das muss ich natürlich auch noch, ja, zuerst dann bekommen. Also, dass wir da das machen. Feuer wird wahrscheinlich eher später rankommen, weil Feuer cool ist. Auf Eis hätte ich Lust. Okay, jetzt mache ich nicht allzu viel Schaden. Eventuell können wir. Ah, Pokébälle haben wir nicht dabei, ja, da. Ganz klar. Ja, und jetzt weicht er natürlich allem aus. Ah, so ein blödes Pokémon, ey. Wieso ist Genauigkeit so böse? Ich glaube, wir sterben, also wir hätten das Warte verlieren. Ja, ich kann nicht wechseln. Okay. Ja. Ich muss irgendwie schaffen. Ja. Okay, wir haben ihn besiegt. Aber der gibt auch nur lohe Staub. Unglaublich. Was ist mit diesem Balancing in Pixelmon los? Dass man einfach keine guten Ding bekommt, Items. Manche sind häufiger, wie zum Beispiel ja, Blumen oder so. Aber die sind ja auch häufig im Spiel selber, ohne Mod. Aber so Loot, denn wie selten bekommen wir Gaszähne, habe ich jetzt erst einen bekommen. Weiß nicht mal, welches Pokémon das war. Ist schon ein bisschen doof. Ah ja, jetzt müssen wir Souls und alles wieder einsammeln. Oh, okay, dann werde ich das mal farmen bis nächstes Mal. Das reicht. Jetzt habe ich mich hier verbaut. Hier oben ist scheinbar nichts mehr. Okay. Ja, man ist gefrustet, weil man hat. Okay, jetzt ist wieder 60 FPS. Seit dem Tod wahrscheinlich. Einfach je nachdem, welches Pokémon in der Nähe ist. Eine lodernde Angelrute. Okay, Attention Fishing. Werde ich mal vielleicht aufbrauchen. Um zu testen, was man für Fische fangen kann mit diesem Adventure Fishing. Noch eine. Okay. Ist eine gute nette Festung. Ja, die Dinge haben wir auch verloren. Das Feuerzeug, genau. Ne?
Ich werde mal mit Fackeln markieren, wo wir schon waren. Gehen wir mal hier hin. Und ist das der Anfang? Das könnte der Anfang sein. Muss alles erkunden. Keinen Überblick. Diese Pferderüstung brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben keine Pferde. Kann man das zusammenkräften? Ja. Oh, sogar sehr gut. Okay, sehr schön. Ja, wir haben ja Backpacks. So, dann hängen wir den anderen Loot wieder mit. Mal kurz hier markieren, dass wir hier schon waren. Ja, bald voll. Sehr schön. Nein, die sind halt immer kaputt. Roptomorph. Wie der heißt. Zeig dich mal. Der Roptomorph ist ein anderer Maulwurf, aber der, die Vorentwicklung. Genau. Ich merke, jetzt sind 20 Grad. Ich habe schon recht viel kennengelernt wie der Pokémon. Ah, ich möchte gerne zu dem Glowstone kommen. Brauchen wir natürlich dringendst. Sind das Netzwerk ein? Magma in blockig? Hä? Hatten wir nicht ein unblockiges Magma angegriffen? Ich weiß es nicht mehr. Aber es glitscht gerade ein bisschen. Wieso glitscht man hier? Hallo? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gut. Wurde ich rausgekickt. Ist irgendwie ein Block da, der das Spiel nicht checkt, dass er nicht da ist. Soll ich das beschreiben? Das hat irgendwie nicht so viel Sinn. Ich beschreibe. Ja, das reicht. Das andere kann man nicht so gut. Wir gehen jetzt mal nach oben hier. Da haben wir noch mehr. Nettowarzen. Ja, die Namen sind mir auch nicht mehr so geläufig. Da muss ich wieder ein bisschen nachdenken, wie sie heißen. Und schon länger Zeit nicht mehr so geredet hat über den Neffer. Quarz haben wir auch verloren. Man verliert einfach alles, wenn man stirbt durch Lava, weil Lava so unfair ist. Unglaublich. Ah, die Lava, das Böseste, was es im Spiel gibt, verbrennt einfach alle Items. Also, jetzt ist leider der Part vorüber, sonst wird das Video zu lange. YouTube hat ein Problem, wenn ich über 30 Minuten hochlade. Ja, 21:03 Uhr. Dann bis zum nächsten Mal. Ich werde noch ein bisschen die Neffer-Festung fertig erkunden. Dann ein bisschen angeln. Ja, können wir ja nicht. Oder doch mit dieser Angel einfach angeln. Und ein bisschen Diamanten so. Bis dann. Tschüss.